Ja, hallo, wir haben hier den Beats Solo 3 Kopfhörer. Und falls bei euch die Batterie einfach nicht mehr sehr lange hält oder die Kopfhörer einfach überhaupt gar nicht mehr laden, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, dass wir die Batterie austauschen. Und das geht hier ganz einfach und das zeigen wir euch hier in diesem Video. Die Batterie befindet sich in der Außenseite der rechten Ohrmuschel. Das ist hier die Seite mit der USB-Ladebuchse. Und wie schon eben erwähnt, die Batterie befindet sich an der Außenseite. Das heißt, wir müssen hier diese äußere Abdeckung hier, die möchten wir abnehmen. Und wenn wir genau gucken, dann finden wir so eine ganz kleine Naht an der Außenseite. Und da müssen wir jetzt diese äußere Abdeckung entfernen. Dazu benutze ich hier einfach nur so eine einfache Nagelfeile von meinem Taschenmesser. Und die Spitze davon drücke ich hier ganz vorsichtig in diese Naht hinein. Und wenn man das ganz vorsichtig macht, dann kommt man eventuell da auch mal hinein. Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass man die Spitze hier nicht zu weit hineindrückt. Ansonsten könnte man hier eventuell so ein paar elektrische oder elektronische Bauteile treffen. Also ganz vorsichtig dabei vorgehen und das Ganze hier auch auf der zweiten Seite, auf der linken Seite auch nochmal wiederholen. Und eventuell wird es uns dann auch gelingen, hier diese komplette Abdeckung abzulösen. Dabei müssen wir aber auch wieder hier sehr vorsichtig vorgehen, denn es gibt hier so ein ganz kleines Kabel, das von der Ohrmuschel hier zu der Abdeckung führt. Und wenn wir hier nicht vorsichtig sind, dann reißen wir hier eventuell diese Kabel ab. Also hier besonders vorsichtig vorgehen. Und dann sehen wir hier aber auch jetzt schon die Batterie. Und die hier, die ist hier eingesteckt. Die ist hier verbunden mit so einem kleinen Stecker auf dem Board. Das heißt, wir lösen hier erstmal den Stecker ab. Es geht eigentlich relativ einfach mit einem kleinen Spitzengegenstand. Ich benutze hier wieder die Nagelfeile von meinem Taschenmesser. Damit ist es hier auch schon lose. Und jetzt können wir auch damit anfangen, hier die Batterie zu lösen. Und die Batterie ist hier festgeklebt an dem Gehäuse. Und dieser Kleber ist sehr stark. Das heißt, wir müssen hier vorsichtig den Kleber lösen, beziehungsweise die Batterie lösen. Dazu steche ich hier einfach hinter der Batterie, quasi in diesen Klebestreifen, der die Batterie festhält. Da steche ich einfach hinein, versuche das nochmal an ganz vielen verschiedenen Punkten. Und wenn man das vorsichtig macht, dann kann man eventuell auch hier die Batterie lösen. Während man das macht, auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier nicht aus Versehen in die Batterie hineinstechen. Denn das könnte im schlimmsten Fall zum Brandgefahr führen. Also die Batterie könnte Feuer fangen. Aber wenn man das vorsichtig gemacht macht, dann hat man so innerhalb von ein, zwei Minuten hier die Batterie gelöst. Und dann zeige ich euch hier nochmal, gleich nochmal im Video hier, welchen Typ Batterie wir haben. Falls ihr nach einem Link zu einer neuen Batterie auf Amazon sucht, dann werde ich diesen Link unten in dem Kommentarbereich noch einsetzen. Ja, aber nun können wir auch schon damit beginnen, hier die neue Batterie einzusetzen. Dabei auf jeden Fall darauf achten, dass wir die richtige Orientierung hier haben. Dieses kleine Board, das hier an der Seite der Batterie ist, das muss hier direkt neben dem Stecker liegen. Und dann können wir auch hier schon den Stecker wieder mit dem Board verbinden. Es ist ein bisschen friemelig, weil der Stecker so klein ist. Darauf achten, dass wir hier diese drei kleinen Striche an der oberen Seite des Steckers hier sehen. Dann haben wir die richtige Orientierung. Und dann mit ein paar Versuchen wird es dann auch gelingen, hier diesen Stecker einzustecken. So, nun können wir auch schon wieder die Abdeckung hier aufstecken. Dabei dann auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier nicht aus Versehen irgendwelche Kabel einklemmen. Also schön darauf achten, dass die Kabel alle hier mittig im Gehäuse sich befinden. Und dann einfach die Abdeckung hier genau mit dem Rest des Kopfhörers abgleichen und dann drücken wir hier die Abdeckung fest. Dabei hören wir dann auch nochmal so ein paar Klickgeräusche und dann wissen wir, dass wir es genau richtig machen. Und dann sind wir dann aber auch schon fertig und wir haben die neue Batterie eingebaut und unsere Kopfhörer sind wieder startklar. Ja, das war's schon für dieses Video. Ich hoffe, die Information war hilfreich und falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann hinterlasst doch einfach unten einen Kommentar.